Ich sehe, das Meeting wird jetzt aufgezeichnet. Dann sage ich herzlich willkommen zum heutigen Online-Event auf eTeaching.org. Ich heiße Annette Hilosen und darf die Veranstaltung moderieren und ich begrüße alle, die sich jetzt schon eingeloggt haben. Und natürlich begrüße ich ganz besonders herzlich unsere beiden heutigen Referenten, Herrn Professor Bernhard Hirt von der Universität Tübingen und Andreas Wittke von ja, FH Lübeck/OnCampus/Moin. Beide werde ich natürlich gleich noch etwas genauer vorstellen. Die heutige Veranstaltung ist ja bereits die vierte in der Eventreihe zum aktuellen eTeaching.org Themen-Special Lehren und Lernen mit Videos. Und in zwei Veranstaltungen haben wir uns schon mit der Produktion von Videos beschäftigt. Einmal ging es dabei um Vorlesungsaufzeichnungen und einmal stand die Veranstaltung unter dem Titel Relativ unaufwendig produzierte Videos mit Herrn Handke und Herrn Lobischach. Die Aufzeichnung kann angesehen werden. Heute dagegen soll es allerdings, ja, vielleicht kann man es so sagen, um die Königsklasse der Videoproduktion für die Lehre gehen, nämlich um Videos für MOOCs. Und in der Regel basiert ja bei MOOCs die Inhaltsvermittlung auf solchen Videos, die entsprechend anregend, motivierend und natürlich auch inhaltlich fundiert, professionell sein sollen. Und von allen MOOC-Produzenten, mit denen ich bisher gesprochen habe, habe ich gehört, wie aufwendig und auch in Klammern, wie teuer das ist. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was wir heute da dazu erfahren. Und was ich sehr spannend finde, ist, unsere beiden Referenten haben Erfahrung, lange damit, aber sie gehen es von relativ unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Perspektiven an. Also komme ich jetzt zur Vorstellung. Herr Professor Dr. Bernhard Hirt ist Direktor des Instituts für klinische Anatomie und Zellanalytik der Universität Tübingen und er hat 2013 eine der MOOC Fellowships gewonnen, die damals von Iversity und dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ausgeschrieben worden waren. Außerdem ist sein Projekt jetzt 2015 mit der Auszeichnung Land der Ideen ausgezeichnet worden. Aber tatsächlich hat er MOOCs oder Online-Veranstaltungen schon sehr lange vorher durchgeführt. Nämlich seit 2008 hat er im Rahmen des Projekts Sectio Chirurgica schon Videoübertragungen genutzt, um chirurgische Eingriffe live zu demonstrieren. Und seitdem hat er speziell für sein Fach ganz unterschiedliche Formate der Darstellung entwickelt. Zum Beispiel eine OP-Leuchte, mit der man dann wohl besonders gut solche Operationen ausleuchten kann mit der Kamera. Und aber auch weitere Videotypen. Also es geht um den immer vertiefteren Ausbau von Videoproduktion und auch didaktischen Konzepten für sein spezielles Fach, das er auch lehrt. Und die Perspektive von Andreas Wittke ist eine ganz andere. Er ist seit 2011 an der FH Lübeck für die Koordination von Didaktik und Technik des Online-Studienangebots dort zuständig und seit 2014 ist er verantwortlich für die Realisierung von MOOCs für On-Campus bzw. für Moin. Möchtest du nochmal das Schild in die Kamera halten? Nämlich die Open Source MOOC-Plattform steht kurz für Massive Open Online International Network, die von der FH Lübeck und On-Campus entwickelt wird. Und innerhalb eines Jahres sind jetzt sechs MOOCs produziert worden und bis 2020 sollen es 40 MOOCs werden. Also ganz anders, als es bei Herrn Hirt der Fall war, sozusagen für die Breite, inhaltliche Breite und auch für ein anderes Zielpublikum. Insofern bin ich gespannt, ob es nicht nur Unterschiede gibt, sondern möglicherweise dann doch auch Gemeinsamkeiten in der Produktion, aber das werden wir jetzt erfahren. Ganz kurz zum Ablauf. Beide Referenten werden etwa 15 bis 20 Minuten vortragen. Während des Vortrags können schon Fragen im Chat gestellt werden. Die werde ich aber nur dann aufgreifen und einbringen, wenn sie ganz dringend zur Verständnisklärung notwendig sind und sonst im Anschluss an die jeweilige Präsentation dem Referenten nochmal stellen. Und dann gibt es eben zum Schluss nochmal die Möglichkeit für gemeinsame Fragen und Diskussionen. Und dann können wir jetzt loslegen und ich schalte auf die Präsentation von Herrn Hirt um und gebe Ihnen das Wort und bin sehr gespannt. Ganz herzlichen Dank, Frau Thelosen. Also ich bin jetzt ganz aufgeregt und gespannt, wie das funktioniert. Mit Adobe Connect habe ich bisher noch nicht gearbeitet, aber das scheint mir ja wirklich ein sehr probates Mittel zu sein. Was wir gehört haben,
ist Folgendes, dass ich Anatomie lehre, das ist so richtig. Ich möchte mal ganz kurz schildern, was wir für einen Auftrag haben hier an der Universität Tübingen. Aber ich denke, das ist natürlich an allen Standorten so, wo medizinische Fakultäten mit einem Institut für Anatomie vertreten sind. Anatomie ist ein sehr zentrales Lehrfach und wir haben alle möglichen Formate, um eine Vielzahl an Studierenden zu unterrichten. Der Präsenzunterricht ist etwas ganz elementar Wichtiges. Wir haben jetzt hier in Tübingen 400 Studierende, die wir im Kursus der makroskopischen Anatomie zu unterrichten haben, also PrEP-Kurs, sehr intensives Arbeiten, 120 Stunden sezieren. Wir haben 400 Studierende im Kurs für mikroskopische Anatomie. Wir haben Vorlesungen, Hauptvorlesungen, Begleitvorlesungen, mehrere. Und neben den humanen Zahnmedizinern unterrichten wir auch molekulare Medizin, Medizintechnik, also verschiedene Studiengänge. Man sieht, dass das ein sehr lehrintensives Fach ist und Lehre ist ein elementarer Bestandteil neben der Grundlagenforschung, die uns zeitlich natürlich auch in Bann zieht. Wir haben sehr früh begonnen zu arbeiten mit digitalen Medien und jetzt hoffe ich, dass ich hier weiter, jetzt weiß ich, wie es geht. Nämlich, wir haben initial mit der Plattform TIMS Erfahrungen gesammelt, wo wir ganze Vorlesungen aufgezeichnet haben. Ich denke, die Diskussion brauchen wir hier nicht führen. Wir alle wissen, wie problematisch das ist, wie wenig das angenommen wird von den Studierenden, eine 45-Minuten-Vorlesung aufzuzeichnen. Das Gleiche haben wir auch in Tübingen erfahren, in der medizinischen Fakultät. Die Begeisterung der Studierenden war da eher gering, auch wenn die Plattform natürlich dieses TIMS unheimlich aktiv ist, über 5000 Vorlesungen inzwischen gesammelt hat. Das ist also an sich eine großartige Einrichtung. Wir haben dann begonnen 2008 mit einer Plattform, wo wir Live-Unterricht geschaltet haben. Sectio Chirurgica haben wir das genannt und wir haben hier sehr erfahrene Lehrende gewinnen können, gemeinsam mit uns Anatomen die Lehre zu bestreiten. Wir haben nämlich Chirurgen, die ärztlichen Direktoren der chirurgischen Disziplinen, eingeladen zu uns in die Anatomie und wir haben an Körperspendern realistische Operationen gezeigt und durchgeführt und die didaktisch aufbereitet einem geschlossenen Personenkreis zur Verfügung gestellt. Wir kennen da unser Gegenüber. Wir wissen, dass das Medizinstudierende sind. Es ist passwortgeschützt und es ist ganz bewusst nicht für die Öffentlichkeit, weil es ja ein sehr sensibler Bereich auch ist. Das würde ich im Anschluss dann gerne auch nochmal vorstellen als alternative Lehrmöglichkeit, also Live-Unterricht, Live-Vorlesungen mit sehr vielen interaktiven Elementen, die wir Stück für Stück da implementiert haben. Und dann natürlich die MOOCs, wo wir Erfahrungen sammeln konnten. Wie wir gehört haben, waren wir eine von 10 Gruppierungen, die vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft gefördert wurden und auf der Plattform iVersity dann unsere MOOCs einstellen konnten. Und darüber möchte ich berichten und insbesondere vielleicht das auch ein bisschen kritisch beleuchten, wie sich MOOCs in dem Zusammenhang eignet, wenn man eine sehr klare Rezipientengruppe vor sich hat, Medizinstudierende in unserem Fall, das ist eine Positivauswahl, Numerus Clausus 1,0. Die Frage, die ich jetzt vorweg schon mal stellen will, durch auch diesen Vortrag, den ich jetzt noch, die Bilder, die ich zeigen möchte, ist es denn geeignet, ein Format zu verwenden, das für die breite Masse kreiert wurde, um jetzt sehr spezifisch solche Rezipienten auch mit Informationen zu versorgen und hilft diese Schwarmintelligenz, die entsteht, auch in diesem Kontext. Ich
habe natürlich am Anfang auch die Frage gehabt, wie lässt sich das alles finanzieren? Die Finanzierung ist sicherlich ein ganz großes Thema in dem Fall. Geht Muken ohne Hochrüstung, geht es denn auch billig? Ich habe mit Herrn Lovischak hier auch diskutiert. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass auf eTeaching.org das auch abrufbar ist, seine Darstellung, wie man das tatsächlich hinbekommen kann, mit wenigen Mitteln gute Lehre digital zu machen. Ich muss sagen, für mein Fachgebiet ist das nicht wirklich hilfreich. Ich habe von ihm gehört, dann nehmen Sie eine Serviette und gestalten Sie da den Unterricht dort. Aber wir sind in der Not, sehr viele Bildmaterialien einfach zur Verfügung zu stellen. Und diese Bilder lassen sich natürlich nicht von dem Dozenten mal schnell entwickeln und zeichnen. Von daher ist es bei uns tatsächlich notwendig, dass wir auf Bildmaterial zurückgreifen und somit auch sind wir in der Not, eine sehr ja, ausgedehnte und sicherlich sehr teure Infrastruktur zu nutzen. Und das soll das hier jetzt zeigen. Wir haben über die Jahre hinweg begonnen, neben einem Operationssaal auch ein Studio bei uns im Institut zu errichten. Also ein mehr oder weniger professionelles Fernsehstudio, gekoppelt an einen Operationssaal, wo wir jetzt, wie schon gesagt wurde, durch die Lampenkamera zum Beispiel ein Bild aus dem Operationssitus gezeigt werden kann. Oder auch durch Endoskope, Mikroskope. Inzwischen haben wir 8 verschiedene HD-Kamerasysteme, die den Körperspender das Präparat zeigen, wenn wir dort präparieren oder operieren. Und diese Bilder fließen jetzt eben in das Studio ein und wie wir sehen, ist es natürlich auch von Leuten mit Erfahrung zu bedienen. Und da haben wir das große Glück, dass wir sehr findige und interessierte Medizinstudierende halt auch haben, die sich der Sache mit angenommen haben, sodass wir das mit einfachen Mitteln konstruieren konnten, aber auch jetzt bedienen können, nämlich mit den Studierenden dieses ganze doch sehr aufwendige System, das wir hier verwenden. Wir mussten uns fragen, mit welchen Tools wir eigentlich arbeiten wollen. Wir haben gehört, dass wir einen richtigen OP-Tisch haben, OP-Lampen, Kamerasysteme, die integriert sind in diesen verschiedenen Instrumenten, die auch die Chirurgen verwenden. Aber ein Punkt, den wir auch unbedingt haben wollten und auch geschaffen haben, ist ein System eines virtuellen Studios. Wir haben hier die Möglichkeit, mit Silverscreen, Greenscreen-Elementen zu arbeiten. Das sehen wir hier auf dieser Abbildung. Und es war dadurch möglich, dass der Anatom, der gemeine Anatom oder auch Chirurg, in anatomische Bilder hineingebeamt werden kann. Und wie in einem Wetterbericht statt den Wolken eben jetzt das anatomische Bild zeigen kann. Oder auch die Möglichkeit wurde entwickelt, dass der Anatom in den chirurgischen Bauch, Situs und so weiter reingebeamt werden kann und dort eben die anatomischen Strukturen in der Lage ist, die anatomischen Strukturen zu zeigen. Also hier unten sehen wir zum Beispiel einen neurochirurgischen Eingriff. Links wird das Gehirn weggehalten und wir sehen hier ich denke, das ist der Hörnerv, der hier zur Darstellung kommt, auf den ich jetzt zeige. Die Frage, die sich uns natürlich gestellt hat, jetzt wenn wir diese MOOCs produzieren wollen und wir haben die Infrastruktur jetzt so entwickelt, was für ein Thema wollen wir denn eigentlich zeigen? Und zu dem Zeitpunkt 2013 ist mir aufgefallen, dass die meisten MOOCs entweder darum gehen, wie ein MOOC funktioniert oder was für methodische Möglichkeiten sich dahinter verbergen. Und die anderen MOOCs waren eigentlich
eigentlich immer Basiswissen von irgendetwas. Und genau das wollte ich nicht machen. Also nicht Lehre über Grundlage, sondern ich wollte eigentlich den Rezipienten, die für mich interessant sind, auch komplexe Gegebenheiten zeigen. Und da ist es so, dass wir uns entschieden haben, die klinische Anatomie der Kopf-Hals-Region zu verwenden. Das ist etwas, was bei den Studierenden nämlich nicht sehr beliebt ist. Unheimlich viele funktionelle Systeme, verschiedene Sinnesorgane, die sich in wenigen Millimetern Abstand im Kopf- und Halsbereich befinden. Da ist die Beziehung zueinander, wir sprechen von der Topografie, ganz schwer zu verstehen und das, die Grundlagen zu unterrichten, aber natürlich vor allem auch zu lernen, ist da eine besondere Herausforderung. Und das war das Thema, das ich mir herausgesucht habe, nicht zuletzt, weil ich dieses MOOC-Dingens auch austesten wollte. Die Plattformfrage hat sich uns nicht gestellt. Wir waren gebunden an Iversity. Ich muss sagen, wir sind sehr gut gefahren mit dieser Plattform, die da gemeinsam mit dem Stifterverband dieses Ausschreiben aufgesetzt hat. Wir haben und sehen das jetzt hier, die Möglichkeit, jetzt hoffe ich, dass ich den Zeiger hinbekomme wieder. Wenn nicht, egal. Doch, da ist es. Da sieht man, dass man unterschiedliche Kapitel hier oben aufrufen kann, zeigen kann und dass man jetzt im Wechsel Quizfragen mit einzelnen Videosequenzen darstellen kann. Hier sehen wir, dass in dem Fall ein Quiz gezeigt wird und diese Schwarmintelligenz diskutiert in diesem unteren Feld und Bereich. So ist das bei dieser Plattform Iversity aufgebaut und da muss man schon sagen, das macht das System macht es dem Dozenten leicht, damit umzugehen. Jetzt sind wir natürlich am Anfang rangegangen und mussten dieses Scripting durchführen. Da war ich schon sehr erschrocken, wie aufwendig sich das alles gestaltet hat. Wir sehen hier Beispiele des Scriptings. Es sind insgesamt über 100 verschiedene Sequenzen, die wir kurz gedreht haben, 40 große Kapitelsequenzen, die hier dargestellt sind. In jedem dieser Überbegriffe verbirgt sich dann wieder, so haben wir das dann eben durchgeführt, einzelne Untersegmente, wo jetzt ganz klar definiert wird, welche Bilder gezeigt werden sollen, welche Fragen aufgeworfen werden sollen und vor allem welche Begriffe gelehrt werden in diesem Bereich. Was man jetzt schon sehen kann, ist, dass wir natürlich auch hier viel mit Bildmaterial, Patientenbildern arbeiten, aber auch hier mit Bildern aus Lehrbüchern. Und auch das ist natürlich ein großes Problem gewesen, wegen der Copyright-Frage, die für uns zu klären war. Da hatte ich Verhandlungen mit dem Verlag, Thieme Verlag in dem Fall, die sind uns hier sehr entgegengekommen. Das war nicht selbstverständlich, allerdings auch zeitlich limitiert. Das heißt, die MOOCs müssen jetzt auch wieder erstmal eingestellt werden und waren und sind jetzt zunächst mal bis zur nächsten Verhandlung für 3 Jahre zu verwenden. So sieht das aus. Im Endeffekt, wir haben einen kurzen Film auch vorbereitet und Frau Thilosen, vielleicht kann man den kurz einblenden. Ja. Der Film soll zeigen, wie das mit dieser Screen-Situation ist und der Studio-Situation. Okay. Ich begrüße Sie zur Folge Übersicht Hals. Wir sehen hier die Glandula thyroidea mit 2 Lappen, ein Lobus sinister und einen Lobus dexter. Die Verbindung über den Schilddrüsenisthmus lässt sich auch sehr schön darstellen. Musculus calenus, der hier dargestellt ist, mit dem aufliegenden Nervus phrenicus überdecken, wie hier jetzt zum Beispiel die Arteria vertebralis oder hier den Truncus thyrocervicalis. Tatsächlich taste ich okay, auf dieser ich glaube, dass das reicht, dass wir wieder zurückgehen können auf die
auf die Präsentation. Es sollte ja nur dienen, dazu einen kurzen Einblick zu bekommen. Also der Wechsel zwischen Darstellungen aus dem Lehrbuch und Patientendaten und auch mit Schauspielpatienten, wo man einzeichnen kann und untersuchen kann, und Quizfragen im Wechsel. Ich möchte jetzt hier kurz die Situation schildern und zusammenfassen, wie sich das uns denn dargestellt hat. Also Scripting, 50 Stunden, zwei Personen saßen dran, 100 Stunden, vier Personen gedreht, Post-Production 50 Stunden, Betreuung während der Situation eine Stunde täglich. Wir haben vom Stifterverband 25.000 Euro bekommen. Unser MOOC, im Endeffekt habe ich kalkuliert, ist auf über 100.000 Euro wäre gekommen, hätten wir nicht viele Elemente der Technik bereits gehabt. Und ich möchte natürlich auch darstellen, wie die Finanzierung geklappt hat bei uns, das was noch übrig war. Wir haben sehr viele externe Gelder, also wir haben uns entschieden für den Punkt 3. Finanzleistung der Hochschule war bei uns leider nicht möglich zu dem Zeitpunkt und intramurale Ressourcen kam für uns auch nicht in Frage. Also haben wir uns an die Industrie gewandt und insbesondere durch Weiterbildungskurse viel Geld erwirtschaftet, um den OP und so weiter, die Medientechnik zu etablieren. 7.005 Teilnehmer hatten wir und das klingt jetzt zunächst toll. Wir waren am Anfang wahnsinnig stolz drauf. Ich weiß wohl, dass in anderen Bereichen dann in die Hunderttausende Leute zuschauen, aber es war ein deutscher MOOC. Wenn wir diese 7.005 Teilnehmer uns jetzt aber anschauen und uns dann überlegen, das ist die Diskussion, ich kenne sie, die natürlich überall gerade als Kritikpunkt kommt, bei uns war es allerdings schon wirklich extrem. Also wenn wir uns anschauen, wie viele Studierende da eigentlich an den Prüfungen erfolgreich teilgenommen haben, waren das nur 62 von den 7.005 Studenten. Und das kam dann so als Rückmeldung auf der Plattform, 0% der Studierenden werden ein Zertifikat erhalten. Da waren wir natürlich geplättet erstmal. Die Frage, die sich uns stellt, ist natürlich, wo kamen die Leute her? Hier die Analyse, es waren natürlich viele Leute aus Deutschland, aber Indien bis ja, viele verschiedene Länder, wo ich mich frage, da ein deutschsprachiger MOOC, ob der verstanden wird. Also letzten Endes, ich habe mich ganz arg daran gestört, dass ich das Gegenüber nicht kannte. Das kenne ich auch nicht in meiner eigenen Lehraktivität. Wir brauchen bei uns eine ganz klare Kenntnis, wie der Bildungsstand und wer der Rezipient eigentlich genau ist. So dass ich das Fazit treffen möchte, nicht jedes Fach, jedes Thema scheint, jeder Anspruch scheint geeignet zu sein für dieses Massive Open. Die Frage, die sich mir stellt, ist, führt das zu einer Trivialisierung der akademischen Lehre, wenn eine breite Masse zuschaut und jetzt eben gerade in so einem komplexen Themengebiet auch Leute, die nicht vom Fach sind, mitdiskutieren, kann die Schwarmintelligenz nicht im gleichen Maße, die Diskussion nicht im gleichen Maße wertvoll sein. Es war unheimlich teuer, ein riesengroßer Aufwand, die rechtliche Situation ist zu klären, da haben wir keine Hilfestellungen bekommen. Man muss sich fragen, wer bekommt eigentlich den MOOC? Iversity ist eine kommerzielle Plattform. Wir sind jetzt gut gefahren, aber ich habe doch ein paar Bauchschmerzen. Und die Frage muss erlaubt sein, wer denn eigentlich mit meiner Leistung Geld verdienen darf. Und letzten Endes, der letzte Satz ist, denke ich, wichtig. Die Lehrfreiheit gilt ja auch für digitale Formate. Keiner zwingt uns diese MOOCs, POOCs, Spooks, Box, Kooks, Pooks, was weiß ich, durchzuführen, sondern da sind wir frei. Und wenn es jemanden interessiert, kann sehr gerne auf www.sectio-chirurgica schauen.
Da sind Beispiele dann aufgeführt, wie wir mit vielen interaktiven Elementen auch Live-Veranstaltungen durchführen können, mit Live-Chat-Elementen, Second-Stream-Elementen, mit einer OP-Hotline, wo man anrufen kann, per Skype verbunden wird mit dem Operateur, mit dem Anatomen, und das alles in einem Live-Video. Es ist natürlich aufwendig und zu produzieren. Wir haben das aus dem Fach heraus hier jetzt gestemmt und gemacht. Und da sehe ich aber durchaus großes Potenzial auch abseits der MOOCs. Und ich glaube, wir müssen sehr dezidiert die Fächer beachten und schauen, ist denn das MOOC-System, dieses Format auch dafür geeignet? Das wäre jetzt mal so mein Fazit innerhalb der Zeit. Ich möchte Sie nicht überfordern und nicht langweilen jetzt weiterhin. Danke. Prima, ganz herzlichen Dank erstmal, Herr Hirt. Es waren tatsächlich auch schon einige Fragen, während Sie vorgetragen haben, und einige haben Sie auch schon während Ihres Vortrags beantwortet, zum Beispiel die nach den Rechten am Bildmaterial. Da haben Sie gesagt, dass Sie wirklich auch direkt mit dem Verlag verhandelt haben. Das ist korrekt und ist natürlich gerade in der jetzigen Diskussion mit VG Wort und so weiter, es ist ein großes Problem, und wir konnten das nur lösen, indem wir halt wirklich auf den Verlag zugegangen sind. Ja, muss gemacht werden. Okay. Dann gab es eine Frage nach der Interaktion in Sectio Chirurgica und ob und wie man die auch in den MOOC übertragen konnte oder nicht. Nun, bei dem MOOC selber hat die Plattform iVersity, mit der wir jetzt gearbeitet haben, aber ich bin mir sicher, dass Moin das ganz genauso kann und macht, hat unheimlich viele interaktive Elemente geschaltet. Und da muss ich sagen, dass das sehr effektiv ist und auch sehr gut funktioniert. Wir haben viele Elemente selber programmiert, mit Studierenden, die wir hatten, und mit einzelnen Modulen, die wir nach extern gegeben haben. Zum Beispiel, was sehr effizient in der letzten Zeit angewandt wurde, sind Voting-Systeme, die wir implementiert haben. Das heißt, wir können den Verlauf der einzelnen Operationen, also der Lehre, beeinflussen. Wir können die Teilnehmer, die Zuschauer fragen, soll man denn jetzt erst die Arterie oder erst die Vene durchschneiden, und schauen, was dahinter sich befindet. Und der Chirurg kann das dann machen und dann auf die Fehler auch hinweisen, die sich daraus ergeben. Zum Beispiel, es ist sehr interaktiv, Quizfragen können gestellt werden. Also es ist kein Monopol der Plattformen, egal welche Plattform das ist, das kann durchaus kreativ selber auch in Live-Veranstaltungssysteme implementiert werden. Ich stelle noch zwei Fragen und dann soll aber Andreas Wittke an die Reihe kommen. Die eine war nach dem Ablauf, den hatten Sie zu Anfang, den geschichtlichen Ablauf, bis 2008 Vorlesungsaufzeichnungen, die nicht funktioniert haben, war das so richtig? Und dann haben Sie mit Sectio Chirurgica angefangen. Genau, genau. Ja, also es ist so, wir haben in der Zwischenzeit inzwischen auch wieder ganze Vorlesungen in dem TIMS-System abgelegt. Das, muss man sagen, ist sehr hilfreich, weil es einfach leicht und einfach zu bewerkstelligen ist. Es ist ein Angebot der Universität Tübingen, das man annehmen kann, um Leistungen von einzelnen Dozenten auch zu asservieren, auch wenn jemand, also ein Emeritus, der nochmal eine ganz hervorragende Vorlesung gehalten hat, kann dort abgelegt werden. Aber wir haben halt erkannt und auch in der Diskussion mit den Studierenden insbesondere gemerkt, dass die Akzeptanz doch sehr gering ist. Es heißt ja, nach 6 Minuten bei einem 45-minütigen Vortrag schalten die Leute ab. Finde ich schade, aber es scheint so ein bisschen zu sein.
Die Sectio Chirurgica auf der anderen Seite, die dauert 1,5 Stunden. Nur wenn man so viele interaktive Elemente schaltet und letzten Endes auch das ein bisschen nutzerfreundlich gestaltet, also viel Abwechslung reinbringt, da können wir erkennen, dass die Leute da tatsächlich am Ball bleiben, auch wenn es mal variiert zwischen 800 und 5000 Leute, die da zuschalten. Insgesamt haben sich 20.000 Studierende dafür registriert. Wir haben jeden vierten Medizinstudierenden in Deutschland, Österreich und Schweiz, der sich oder die sich hier zuschaltet immer wieder, wenn wir diesen Unterricht machen. Also da ist Akzeptanz da. Okay, die Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, leiten tatsächlich zu meiner letzten Frage über, weil Sie ja sehr klar unterscheiden zwischen MOOC und Sectio Chirurgica, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber Sectio Chirurgica ist ja auch massive, wenn auch geschlossen. Ist da das Unterscheidungskriterium die Live-Veranstaltung oder könnte man das eigentlich auch als MOOC bezeichnen? Naja, MOOC würde für mich eine kurze Videosequenz bedeuten, wo Interaktion während dem Anschauen, Rezipieren der einzelnen kurzen Videosequenzen einsetzt. Das machen wir nicht. Wir stellen auch in einer Mediathek diese Filme den Leuten dann nachträglich zur Verfügung. Dieses interaktive Moment erhalten die aber nur, wenn sie live schauen. Und das finde ich eigentlich das Spannende und Wichtige, weil das sehr viel mehr Authentizität bedeutet. Und ich glaube, die Akzeptanz kommt gerade auch daher, weil das so authentisch ist und weil man halt auch mal, weil mal was passiert und weil es nicht so funktioniert, wie man sich es vorstellt und weil das auch spontaner ist und so weiter. Also ich glaube nicht, dass man diese Definition MOOC auf die Sectio treffen kann. Auch ist diese Plattform nicht kommerziell. Das ist eine rein akademische Seite, Leistung des Anatomischen Institutes der Medizinischen Fakultät selbst gestrickt. Und wir machen jetzt da kein Geld mit Zahlen und Scouting der Studierenden und so weiter. Das überlassen wir anderen. Okay, vielen Dank. Ich habe den Eindruck, also dass man über MOOCs auch nochmal diskutieren kann, was jetzt genau darunter verstanden wird, und muss es immer eine kommerzielle Plattform sein? Und es gibt, nein, das habe ich jetzt nicht gemeint, dass es kommt. Nein, nein, aber das sind Sie wahrscheinlich viel versierter. Okay, gut. Dann erstmal ganz herzlichen Dank. Dann gehen wir zum zweiten Teil über. Und tatsächlich, ich glaube, bei Moin wird es nochmal wirklich ganz anders angegangen. Der Blickwinkel ist ein anderer. Was es jetzt natürlich spannend macht, auch für die Diskussion nachher. Andreas, bitte sehr. Ja, erstmal muss ich ja sagen, moin moin aus Lübeck. Herzlich willkommen, danke Anna für die Einladung. Ich warte noch auf die, da ist sie. Ja, ich soll erzählen so ein bisschen über Lehrvideoerstellung für MOOCs, und wir wurden ja angekündigt als High-End. So High-End empfinde ich uns gar nicht in Lübeck. Wir machen viel, aber wir haben auch nur begrenzte Mittel. Schauen wir uns erstmal an, was wir so machen. Moin, wie gesagt, wurde auch eben schon einmal erwähnt, wir haben ein eigenes MOOC-Portal. Wir waren vorher bei Aversity und haben dann beschlossen, was Anna auch schon mal gesagt hat, eben, wir wollen 40 MOOCs machen. Und da hat sich ein eigenes Portal für uns auch angeboten. Und das war auch im Nachhinein eine sehr, sehr gute Entscheidung für uns, weil wir unglaublich viel lernen bei diesem Portal, weil wir auch mit ganz, ganz vielen Leuten auch sprechen. Unsere Roadmap, die bis jetzt so aussieht, das muss man einmal historisch betrachten, weil wir reden hier nicht über ein MOOC, wir reden über 10 MOOCs und wir warten auf die nächsten 30. Das heißt, wir haben angefangen, genauso wie Herr Hirt, bei Aversity. Wir waren nicht glücklich dabei. Wir haben nicht die Ausscheidung gewonnen, haben trotzdem Grundlagen des Marketing dort damals 2013 platziert. Hatten auch so um die 6.000, 7.000 Teilnehmer. War ein großer Erfolg. Vor allen Dingen war es ein riesiger Erfahrungswert, den wir gewonnen haben. 2014 hatten wir eine zweite Förderung und dann haben wir den Hanse-MOOC, eine Lübeck-Hanse-Zeit. Das war eine lokale Förderung bekommen. Und 2015 im März sind wir dann online gegangen mit Moin und haben dort bisher
mehrere MOOCs gemacht, auch selbstproduzierte, mit anderen Universitäten, mit Kaiserslautern zusammen gemacht, mit Firmen, beim Corporate Learning 2.0 MOOC oder mit der Kooperativen, dem MOOC über die Deutsche Einheit, wo wir nicht selber die Videos produziert haben. Das muss man auch immer ganz unterscheiden, was sind unsere eigenen Produktionen, wo unterstützen wir andere MOOC-Produktionen und wo sind eigene Leute, die eigentlich nur MOOCs bei uns einstellen. Geplant sind für die nächsten Jahre, das kann ich auch, bin ich ganz stolz drauf. Hier, wir starten dann im März, glaube ich, oder im Februar schon, den Deutsch für Araber MOOC mit Professor Handke, der auch schon vor 2 Wochen oder 3 Wochen bei euch war und auf den ich mich ganz großartig freue, auf den MOOC. Morgen ist die Anmeldeseite und, hier, der Arbeit 4.0 MOOC mit Anja Wagner. Da freue ich mich auch ganz großartig drauf. Da kann ich auch ein paar Worte zu der Videoproduktion nachher noch sagen. Warum machen wir Videos? Wir sind eigentlich ganz trivial dabei rangegangen und sagen, und jeder weiß das in Lübeck, wir sind sehr digital. Wir definieren E-Learning eigentlich sehr aktuell und wir mögen keine PDFs. Wir wissen, dass alle Welt eigentlich in LMS oder E-Learning über ein PDF-Dokument definieren. Wir machen das nicht. Bei MOOCs ist bei uns ganz klar, dass Video hier ein neues Format setzt, einen neuen Standard setzt. Und ich sage ganz konsequent, bei uns auf 9 sollte bei jeder Lektion ein Video sein. Jetzt sagen die anderen Spezialisten bei uns, naja Andreas, nicht jedes Mal macht es bei jeder Lektion einen Sinn, ein Video zu platzieren. Das sind so, da kommt der Informatiker in mir durch, wo ich sage, das funktioniert aber so, sonst kann man keine Lernfortschrittsanzeige machen und andere Sachen. Andererseits ist aber, dass man das Konzept eines Videos, also die Bildsprache, in die Fakultät oder in die Institution bringen muss. Und das kriegt man nur hin mit konsequenteren Ansätzen als mit Kompromisslösungen. Und diese Kompromisslösung heißen bei uns halt Video. Wir erwarten das und wir setzen da auch konsequent drauf. Ja. Nur ein ganz kurzer Auszug, das kennt eigentlich jeder. Das sind Moodles, ich will nicht über LMS diskutieren. Ich will eigentlich nur zeigen, dass LMS, so wie wir sie kennen, sehr textlastig sind. Deswegen brauchen wir neue Formate und deswegen haben wir ein neues Portal entwickelt, was sehr medial fokussiert ist. Das heißt, wir haben eine völlig neue Navigation entwickelt, alles auf Videoelementen, auf Medienelementen basierend. Natürlich haben wir uns an Iversity, Coursera, Future Learn orientiert. Es geht aber um einen Paradigmenwechsel im Kopf. Wir sagen, Video ist New Text. Und dort, was auch ganz, zeige ich später nochmal, was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass der Input, also das Video, als auch das Assessment, beides in einem großen Element dargestellt ist. Und zwar integriert als Layer in den Videos. Und hier sieht man auch schön die Navigation, die auch tabletmäßig unterstützt wird, das gewischt werden kann und halt mobil ist. Wir nennen das insgesamt diesen Designansatz Fat Media, das heißt, alles ist One Column. Design, also nicht so wie ein LMS. Deswegen mag ich auch nicht, wenn man MOOCs mit einem LMS macht, mit Moodle oder mit Opal oder OLAT oder wie sie auch, StudIP, Ilias etc. Dann kommen auch nur aus dem System heraus Textkurse heraus. Deswegen braucht man auch die MOOCs, um ein neues Denken zu fördern. Jetzt kommen wir mal ganz richtig zu den Videos in Lübeck. Haben wir eine 3-Säulen-Strategie entwickelt. Das heißt zum einen, unsere Videos liegen konsequent auf YouTube. Das ist einmal aus Kostengründen heraus, weil wir einfach kein Geld haben, um überall ein eigenes Portal zu hosten. Aber auch, wir können nicht jedes Device unterstützen. YouTube läuft überall. Die Quizzes, die wir einbauen in den Videos, machen wir mit Capera. Das ist eine saarländische Lösung, mit der auch Herr Loviskasch arbeitet. Da sind wir sehr zufrieden mit und wir sind auch die Ersten, die sowas nutzen. Und alles, was wir entwickeln, das ist auch neu und wir lernen da auch jeden Tag dazu, sollte und ist unter OER veröffentlicht worden. Das heißt, wir können die Videos remixen, mischen und das können aber auch andere machen.
Hier stehen wir erst am Anfang, aber wir sind der Vorreiter, wir lernen unglaublich dazu. Kann ich auch gleich verweisen auf unsere Konferenz mit Jürgen Konsorten etc. in Berlin, wo es darum geht, Videos oder OER zu machen. Wenn wir von Videos sprechen, und das ist ganz wichtig, ist, dass wir ein komplettes Team haben bei der Entwicklung und nicht ein Single-Projekt. Also wir haben in Lübeck ein ganzes Produktionsteam mit zwei vollen Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen außer Videos. Wir haben Kameras, Drohnen, Greenscreen, Tonstudio, alles dabei, Funkmikros, Schnittplatz. Das ist ganz wichtig, das hat auch bei der Campus Innovation Professor Persicke nochmal erwähnt, wenn man hier halbe Lösungen macht, sind die Kosten der Einarbeitung und Anschaffung einfach zu hoch. Man braucht hier Dienstleistungen wie das Rechenzentrum, um solche Techniken, Produktionsteams zu etablieren. Da muss sich die Hochschule für committen. So sieht bei uns unser Studio aus. Hier ist der Schneideplatz. Das ist die Sprachkabine. Wir nennen das intern momentan Sauna, obwohl sie nicht warm ist. Und hier ist unsere kleine Drohne, mit der wir Außenaufnahmen machen könnten. Den drei MOOCs habe ich jetzt exemplarisch mal herausgegriffen, um zu zeigen, wie man die produzieren kann und was wir für Erfahrungen gemacht haben. Beim Marketing-MOOC, der aus 27 Videos ungefähr besteht, ungefähr, genau, der auf YouTube 160.000 Klicks erzeugt hat, wurde größtenteils von den Pädagogen belächelt, weil das Frontalunterricht war, Greenscreen, ein paar Annotationen mit Tablet gemacht worden ist. Trotzdem hat er auf YouTube 98,5% sogar positive Likes bekommen. Ich war in einem Workshop, wie man Qualität der Videos misst. Wir haben 8 Seiten Papier gekriegt mit 30 Fragen pro Video. Aber mir reichen eigentlich die Rückmeldungen von YouTube mit Daumen hoch, Daumen runter, um zu beurteilen, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber andere mögen da anders drüber diskutieren. So sieht ein ganz normales Video aus bei Grundlagen des Marketing. Es ist nicht berauschend, sage ich auch. Es funktioniert aber. Die Produktionsinfos zu diesem Art der Produktion ist einfach ganz simpel gesagt. Wir nehmen einen Professor, stellen ihn vom Greenscreen, bauen seine PowerPoints etwas um, achten vor allen Dingen, dass Copyright und Bildrechte da einwandfrei sind, damit wir die später als OER schalten können. Teilweise kann er dann noch mit Annotationen arbeiten, wenn er mit dem Tablet das vorführt. Und bei dem Marketing-MOOC waren die Videos zwischen 8 bis 20 Minuten lang, obwohl wir, genauso wie Professor Hirt eben gesagt haben, sagen, ideale Länge ist 6 Minuten für dieses Format. Leider halten sich Professoren nicht unbedingt an diese Vorgaben. Das Gute bei Professor Opresnik, unser kleiner YouTube-Star, so nenne ich ihn inzwischen, ist, dass er diese Aufnahmen meistens in One Take macht. Also wir nehmen Professor Opresnik, stellen ihn vor die Kamera, wir schalten quasi an, er redet 20 Minuten und das Ding ist im Kasten. Dieser Vorteil ist sehr, sehr selten bei MOOC-Produktion. Nicht jeder Professor ist geeignet, obwohl er jeden Tag Vorlesungen hält, vor der Kamera so flüssig zu sprechen und so gut rüberzukommen. Also immer Augen auf, mit wem Sie Ihren MOOC machen wollen. Beim Hanse-MOOC haben wir ein völlig anderes Konzept benutzt. Hier haben wir 65 kleine Videos gedreht, haben auch nur 65.000 Klicks erreicht, trotz der dreifachen Anzahl von Videos, weil das Thema nicht so sexy ist, mehr ein Lübecker Thema. Aber wir haben hier Außenaufnahmen gemacht. Hier haben wir beim zweiten Durchlauf auch schon mit den eingebauten Quizzes gearbeitet, dass die Videos stoppen und Fragen eingeblendet werden, die wir beim ersten Mal noch nicht so konzipiert hatten. Muss man auch sagen, das ging im Nachhinein recht gut, die einzubauen. Die Umfragen dazu, ob die User das mögen, dass die Videos stoppen und eine Frage eingeblendet sind, sind bei uns eigentlich sehr gut bis überragend. Ich weiß, dass in Fachkreisen das kritisch gesehen wird. Trotzdem sagen alle unsere Evaluationen, dass diese
Sache gut ankommt. Parallel können die Leute sich auch immer die Sachen auf YouTube angucken, ohne die Quizzes zu haben. Dann gibt man allerdings keine Lernfortschrittsanzeige und keine Badges. Irgendwo sind die Systeme miteinander vernetzt und verwoben. Also ich kann nicht sagen, wenn keiner ein Quiz ausfüllt, dass er am Ende einen Lernfortschritt hatte. Irgendeine messbare Größe muss vorhanden sein. Oder man redet mit jedem alleine. Was natürlich bei 2000 Teilnehmern oder 50.000 Teilnehmern überhaupt nicht möglich ist. Produktionsinfos, wie teuer war das oder wie war der Aufwand bei diesem? Beim Hans-MOOC gab es echt viel Aufwand. Also das bedeutet, Outdoor-Aufnahmen sind immer kompliziert. Das bedeutet zum einen Tonprobleme, Wetterprobleme, vor allen Dingen aber auch Rechte an den Locations zu haben, Bildrechte von den Teilnehmern und so weiter. Immer sehr viel Logistik, Reisekosten, das Equipment einpacken, aufbauen etc. Es lohnt sich, wenn das Thema es erfordert. Die Videos sind sehr toll geworden, war aber auch ungefähr doppelt so teuer wie unsere normalen MOOCs. Bei diesem Thema hatten wir auch, dass der Moderator durch den MOOC geführt hat und selber kein richtiger Experte war und immer Experten interviewt hat. Das ist aber so ein anderes didaktisches Modell, hat jetzt nichts mit Outdoor und Indoor zu tun. Unsere zweite Videoproduktion oder MOOC-Produktion, und das ist immer noch mein persönlicher Favorit, ist der Videomook, den wir Ende März gestartet haben. Genauso habe ich mir einen MOOC vorgestellt, den wir so produziert haben, oder so wie ich es mir vorstelle. Wir haben Spezialisten genommen, hier Markus Walley vom Bayerischen Rundfunk, Videojournalist, haben 23 Videos mit ihm aufgenommen und dort die Quizzes eingebettet, das mit Badges kombiniert. Gucken wir uns mal auf die Produktionsdaten oder schauen wir uns erstmal an, wie die Lernfortschrittsanzeige hier entwickelt worden ist. Wenn man dieses Quiz beantwortet hat, kriegt man automatisch eine Rückmeldung. Herr Hürth hat das auch schon mal gezeigt. iVisity hat sowas ähnliches, aber da sind die Quizzes neben dem Video. Wir wissen, dass die Quizzes, wenn sie in den Videos sind, werden sie zu ungefähr zu 96% benutzt und 91% sind sie korrekt. Bei Quizzes, die neben dem Video sind, sind die Zahlen erheblich, also dann um die 30% Nutzung. Wir können den MOOC auch auf dem Smartphone bedienen, wegen unserem Responsive Design. Hier sieht man mal das OnePlus und auch hier die Quizzes drauf, die dann funktionieren. Und damit sprechen wir eine neue Zielgruppe an, halt, dass wir Mobile Learning als Zielgruppe erschließen können. Statistisch sieht das dann für Moin ungefähr so aus, dass 78%, was ich immer noch zu viel finde, immer noch mit dem Desktop, mit dem Laptop auf den MOOC zugreifen, 8%, 9% mit dem Tablet und 13% mit dem Smartphone, was ungefähr 7% mehr ist als bei der normalen LMS-Nutzung bei Moodle. Die Produktionsinfos, und das war sehr interessant bei dem Video MOOC, waren, dass wir nur 2,5 Tage hatten für alle, waren das 23 Videos zum Drehen. Also in 2,5 Tagen haben wir alle Videos gedreht. Dann haben unsere Experten nochmal 4 bis 6 Wochen, nicht am Stück, die Videos geschnitten und wir haben die Quizzes eingebaut. Jedes Video ist nachher 3 bis 6 Minuten lang gewesen. Das ist von den Produktionskosten sehr, sehr günstig gewesen. Wir rechnen immer bei jedem MOOC was von 25.000 Euro ungefähr. Wir sagen aber auch dabei, mehr Geld habe ich nicht zur Verfügung. Ein MOOC ist so teuer, wie so viel Geld, wie ich habe, ist mein Spruch dazu. Habe ich 100.000 Euro zur Verfügung, gebe ich 100.000 Euro aus. Habe ich 25.000 Euro, müssen die gelangen. Ja, was kostet so ein MOOC-Video? Wie eben schon gesagt. Und das habe ich auch gelernt von den Pädagogen. Es kommt immer drauf an. Dieser schöne Zaubersatz. Produktionskosten
Und die hatte ja Hirt auch schon gesagt. Meistens sind die Sachen schon da, aber sie sind definitiv vernachlässigbar. Eine HD-Kamera kostet, was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro. Greenscreen und Lampen sind auch nicht so teuer. Das kauft man einmal und das hält mehrere Jahre. Der Autor, hatte ich vorhin auch schon erwähnt, ist ein ganz hoher Kostenfaktor, auf jeden Fall in der Zeit. Wir haben Autoren, die brauchen für ein 5-Minuten-Intro-Video 3 Stunden. Wir haben andere Autoren, die schaltet man ein und innerhalb von 3 Stunden hat man 2,5 Stunden Videomaterial. Es geht da wirklich, mit wem sie zusammenarbeiten. Sie brauchen nicht nur einen Fachexperten, sie brauchen einen medialen Experten. Der jemand, der vor der Kamera sicher ist. Man könnte sogar extrem denken darüber, nehme ich gleich einen Schauspieler, der vor der Kamera funktioniert und gebe ihm ein Skript, was er sagt. Das ist wahrscheinlich günstiger. Das wollen aber, glaube ich, Professoren nicht hören. Die Postproduktion braucht man Experten zu. Das sind aber Videofachleute, die gibt es reichlich. Braucht man gute, die sind aber alle sehr gut, sage ich jetzt mal. Die brauchen auch ihre Zeit und sie müssen da sein. Bereitstellung habe ich durchgestrichen, das heißt, wir brauchen kein Videoportal, um die Videos zur Verfügung zu stellen und sparen dort durch die YouTube-Nutzung erhebliche Kosten. Wirklich erhebliche Kosten. Ich beziffere das mal so um die 30.000 Euro im Jahr. Wahrscheinlich mehr. Und hier gilt aber auch die alte Faustformel: billig ist nicht schlecht und teuer ist nicht gut. Also egal wie viel Sie in die Produktion stecken, wenn die Didaktik schlecht ist, wenn der Ton schlecht ist oder was auch immer Sie für handwerkliche Fehler machen, dann ist der MOOC schlecht. Genauso gut können Sie ganz einfache Sachen mit Camtasia oder andere Sachen machen und ganz tolle Sachen produzieren. Gerade mit dem Schnitt und mit dem Ton, mit der Musik kann man richtig gute Sachen rausholen. Geht's auch billig? Und auch hier der Zaubersatz. Es kommt darauf an. Ich will darauf gar nicht so viel sagen, weil ich weiß, das hat ja Herr Lovisgasch und Herr Handke schon vor ein paar Wochen erzählt. Man kann alles auch, genauso wie dieses Format hier, sehr gut machen. Mit Camtasia, iMovie, Explain Everything und so weiter. Ansteckmikrofone, ich sag's ja auch nochmal, achtet auf einen guten Ton. Webcam, Smartphone, wir kennen das alles. Auch so tolle Videos wie beim Arbeit 4.0. Wer den Trailer am Wochenende gesehen hat, der wurde mit iMovie generiert oder wir haben auch schon mit Magisto rumprobiert. Ganz tolle Sachen. Innerhalb von 4 Minuten ist ein Trailer generiert. Man muss es aber kennen. Man kann auch andere Ansätze fahren, User-Generated Content oder OER, was bestimmt in ein, 2 Jahren ein ganz großes Thema sein wird. Wir planen für nächstes Jahr zum Beispiel mit eMorgs, mit der österreichischen Plattform, ein, ich sag mal, ein Sharing-MOOC zu entwickeln, wo wir alten MOOC neu auflegen. Wie auch immer das passieren wird. Aber es geht darum, nicht Inhalte von anderen Leuten zu verwenden. Wir können es auch noch billiger machen. Dann machen wir doch Videokonferenzen. Wir haben sowas Ähnliches bei unserem CL20 Corporate Learning gemacht, MOOC gemacht, wo jede Woche eine Videokonferenz angeboten wird. Auch hier dieses Format ist ähnlich. Man könnte ja eTeaching.org auch als Ringvorlesung oder als MOOC vielleicht mal denken. Ist das billig? Ist es gut? Ist es schlecht? Auch hier wieder der Zaubersatz, es kommt drauf an. Was mir ganz oft fehlt, wirklich ganz, ganz oft fehlt, ist, dass Webkonferenzen, Live-Konferenzen nicht so wie bei eTeaching.org keinen Mehrwert haben. Also hier wird keine Fragen gestellt, es gibt keinen Live-Chat, die Fragen werden nicht gesammelt und es gibt keine Interaktivität. Wenn eine Live-Webkonferenz nur dafür da ist, dass ich in die Kamera spreche und was präsentiere, gibt es keinen Mehrwert. Dann kann ich das auch zu Hause machen mit Camtasia und habe wahrscheinlich einen besseren Ton und ein besseres Video. Live-Events müssen also geplant werden, angekündigt werden und meistens, wenn sie ein Live-Event machen, sind sie nicht so gut wie im Studio aufgenommen oder vom PC aufgenommen, weil der Sound einfach zu schlecht ist. Hinzu kommen andere Nachteile bei Live-Events, keine Quizzes, keine Lernfortschritte und oft ist die Nachhaltigkeit auch nicht gegeben, weil die Themen wirklich sehr, sehr schnell vergänglich sind. Andersrum ist das aber genau der Vorteil von Live-Events. Die können wirklich die Leute da abholen, wo sie gerade stehen. Es kommt drauf an.
Muck-Strategie, ich muss zum Ende kommen. Bitte. Sind keine, das ist für mich ganz wichtig nochmal, sind, wenn Sie über Muck-Produktion nachdenken, will ich nicht hören, dass das Pilotprojekte sind, die einzelne Fördertöpfe haben bei einer Institution. Man benötigt wirklich eine Infrastruktur, die es wirklich nachhaltig in der Hochschule ist. Deswegen muss man hier von einer Hochschulstrategie sprechen, um eine vernünftige MOOC-Strategie mit vernünftiger Videoproduktion aufzusetzen. Unser MOOC-Team besteht, da sieht man schon mal, wie viele Leute sind, Plattformentwicklung, Tutoren, Medienproduktion, Autoren, MOOC-Maker und Projektleitung. Das ist nicht einfach so rausgeschüttelt. Dazu braucht man Infrastruktur, Förderung etc. Und das überspringe ich jetzt mal, weil wir die Zeit nicht mehr haben. Ich sage nur einmal noch, machen Sie die MOOCs mit OER. Vielleicht machen wir noch ein Themenspecial für. Und wer das genau wissen will, den lade ich noch nach Berlin ein zum OER-Festival. Da können wir das nochmal ausdiskutieren. Aber aus Zeitgründen überspringe ich das mal. Dann bedanke ich mich für Ich die bedanke mich 22 auch. Minuten. Ich bedanke mich auch und ich bedanke mich außerdem bei Anja Lorenz, die im Chat schon ganz viele Fragen beantwortet hat, die zwischendurch gekommen sind. Und weil das so ist, schalte ich mal gleich auf den großen Frage-Antwort-Modus um und beziehe euch Sie beide jetzt in die Diskussion mit ein. Und zwar mit einem Stichwort, das Andreas gerade genannt hat, nämlich ein MOOC ist immer genauso teuer, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Das wäre jetzt gerade nicht Ihr Ansatz gewesen, Herr Hirt. Habe ich richtig verstanden? Ja, also es ist schon so, man hat immer die Möglichkeit, natürlich billig zu produzieren und es gibt viele Beispiele, die Leute, die das wirklich ganz exzellent machen. Aber ich denke tatsächlich, dass man das abhängig machen muss, einfach vom Fach, von den Rezipienten und auch ein Stück weit vom Anspruch. Also ich glaube, dass es tatsächlich Fächer gibt, die einfach teurer produzieren müssen. Und das hat mir in der ganzen Diskussion bisher gefehlt, muss ich sagen. Man spricht immer von den MOOCs, den Rezipienten, aber dass da große Unterschiede sind, wurde meiner Meinung nach zu wenig beachtet. Ich schließe noch eine zweite Sache an, auch aus dem Vortrag von Andreas jetzt gerade, weil er gerade gesagt hat, die Live-Veranstaltungen sind meistens eben, bringen gar keinen Mehrwert und das ist bei Ihnen auch genau umgekehrt, ja. Ja, also da sehe ich das tatsächlich etwas anders, wobei man da auch sagen muss, eine Live-Veranstaltung, die so aussieht, man hat eine Kamera und zeichnet etwas live auf mit keinen interaktiven Elementen, da ist dann der Mehrwert tatsächlich gering. Also es steht und fällt mit den Möglichkeiten auch der Interaktivität und so weiter. Also man muss einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen, befürchte ich, wenn man verschiedene Formate eben auch nutzen will und entwickeln möchte. Und live ist gut. Also bei uns ist es so, MOOCs sehe ich sehr problematisch gerade also die Erfahrungen, die wir gemacht haben, waren eher schlecht, negativ. Und bei der Live-Veranstaltung sehe ich, dass die Leute wirklich sehr intensiv diskutieren, am Ball bleiben und dass da so eine richtige interdisziplinäre Dynamik entsteht, auch interprofessionelle Dynamik entsteht. Und das Gleiche hatte ich jetzt nicht den Eindruck bei den MOOCs, weil das Niveau einfach nicht gepasst hat. Ja, das war vom Niveau her nicht adäquat. Andreas. Nee, also ich möchte nicht, dass meine Worte im Mund verdreht werden. Ich finde Live-Events auch sehr, sehr gut. Ich habe nur die Beobachtung, dass ganz viele die Live-Events falsch planen. Also wenn sie halt nicht interaktiv sind, wenn sie nicht diskutieren, wenn sie einfach nur live in eine Kamera sprechen, ohne einen Chat, ohne einen Rückkanal anzubieten, dann können sie auch darauf verzichten. Das meine ich. Wenn keine Interaktion dabei ist, dann macht es gleich lieber im Studio und macht es richtig als Konserve. Das war meine Aussage. Okay. Ich möchte dich auch nochmal speziell
Speziell Fragen nach eurer Zielgruppe oder vielleicht in unterschiedlichen Zielgruppen für eure MOOCs und auch nochmal nach Abschlüssen, Zertifikaten und solchen Dingen. Oh, ganz großes Thema. Also wir sagen ganz klar, dass wir MOOCs als Weiterbildung und als Öffnung der Hochschule sehen. Wir sehen auch, und das machen unsere Förderprojekte auch möglich, dass wir anderen, die nicht MOOCs produzieren können, wie zum Beispiel jetzt die Volkshochschulen, diese Möglichkeit bieten. Hier ergeben sich einfach Synergieeffekte und der politische Auftrag der Hochschule ist ja auch, neue Zielgruppen sich zu erschließen. Also wir gehen nicht als Zielgruppe primär bei allen MOOC-Projekten auf die Studierenden zu. Wobei wir natürlich auch Projekte haben, wie Grundlagen des Marketing oder jetzt Netzwerksicherheit, wo wir ganz speziell auch die Anrechenbarkeit erforschen und testen. Also das ist ganz breit aufgestellt. Bei 40 MOOCs haben wir auch genug Raum dafür. Ja. Aber das wäre schon nochmal ein Unterschied zu Ihrer speziellen Zielgruppe. Ja, also bei uns ist tatsächlich im Vordergrund nicht eine universitäre Lizenz oder Schein oder irgendwas zu machen, sondern wir verstehen das ganz im Sinne des Blended Learnings Konzeptes als Add-on zum Präsenzunterricht, den alle medizinischen Fakultäten in Deutschland zu absolvieren haben. Und sehen da gerade die Stärke der Digitalisierung. Also es wäre aus unserer Sicht fatal zu glauben, dass man Präsenzunterricht in irgendeiner Art und Weise ablösen könnte, was glaube ich auch nicht Ihre Intention ist, aber auch nur in Gefahr zu bringen. Ich bin ein Vertreter des Präsenzunterrichtes und ich möchte einfach alternative Formate unseren Digital Natives Studierenden an die Hand geben und es fällt auch nicht einfach irgendwelchen anderen, auch kommerziellen Organisationen überlassen, sondern da müssen wir als akademische Institutionen mit in die Verantwortung auch aufnehmen und einfach ein Add-on nehmen. Vom Aufwand her muss ich sagen, ist es, glaube ich, fast egal. Ich hätte in der Zeit auch ein Lehrbuch schreiben können. Ja? Also ich habe es halt jetzt nicht als Buch gemacht, sondern ein MOOC gemacht. Und für die Live-Unterrichtsvarianten muss ich sagen, klar, da ist der Aufwand auch sehr, sehr groß, aber da sehe ich ganz klar den Mehrwert für die Studierenden im Sinne Flipped Classroom, Blended Learning und all die Sachen, wo gerade die Digitalisierung ja große Chancen bietet. Ja, Andreas. Ja, wir kommen ja aus der Fernlehre und ich bin nicht so ideologisch verhaftet, sage ich jetzt mal, und ein Fan der Präsenz war ich noch nie. Ob wir die Präsenzlehre abschaffen oder nicht, ich glaube, die Diskussion ist langweilig. Also es wird irgendwas kommen. Digitalisierung holt auf. Es gibt Benutzergruppen, die wollen in Präsenz sein. Andere, die wollen es nicht machen. Es gibt Learning Spaces. Es entwickeln sich neue Sachen. Und es wird auch was verschwinden. Und es wird was Neues entstehen. Das nennt man einfach Fortschritt. Es ist jedem sein Recht zu sagen, dass und ich glaube auch Medizin ist so ein Fach, klar, das muss man in Präsenz machen, das steht außer Frage. Bei Informatik oder bei Jura wird das schon ganz schön dünn. Also ich sage, es kommt drauf an. Aber was ich sehe, ist, dass halt die, und gerade mit dem MOOCs, mit dem Format der MOOCs, das ist das erste richtige E-Learning-Angebot, das erste voll digitale Angebot, und da wird sich, es ändert sich ja schon in vielen Bereichen Sachen. Und es ändert sich richtig was. Und in 5 Jahren wird das noch extremer sein. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass MOOCs in 5 Jahren in diesem Format noch bestehen. Das ist noch, wir sind auch noch am Anfang. Aber dieser Glaube, dass Hörsäle noch weitere 100 Jahre bestehen in ihrer Form, das habe ich nicht. Ja,
wenn ich gerade darauf antworten kann, das ist schon richtig, dass sich da wirklich etwas verändert. Trotzdem glaube ich und ich wiederhole mich, wir müssen tatsächlich die einzelnen Fächer genau anschauen. Wir dürfen das nicht über einen Kamm scheren und wir müssen uns auch immer überlegen, welche Rezipienten müssen wir unterrichten und ist es tatsächlich Unterricht oder Bespaßung und so weiter. Das sind viele, viele Fragen, die da einfach mit reingehen und ja. Ich finde es sehr schön, dass wir jetzt in unserer Diskussion wirklich nicht nur auf die Videoproduktion uns konzentriert haben, sondern auf das Konzept von Uni, auf das Konzept von Veranstaltungen, was wird didaktisch sich ändern, wie wird es weitergehen. Und ich sehe zwar, dass noch Fragen und Diskussionsbeiträge da sind, aber wir haben die Zeit auch schon überschritten. So gesehen sage ich einfach beiden Referenten ganz herzlichen Dank dafür. Es waren wirklich sehr unterschiedliche Vorträge und Perspektiven und das fand ich gerade sehr gut. Natürlich möchte ich zum Schluss der Veranstaltung noch einladen zu unserer nächsten Online-Veranstaltung, die aber erst im Januar stattfindet, denn dazwischen liegen ja die Weihnachtsfeiertage. Also ich wünsche allen jetzt im Vorhinein schon schöne Feiertage und einen guten Rutsch und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder vorbeischauen, am 18. Januar wieder live Lernvideos von Studierenden für Studierende. Darum geht es dann. Ich möchte auch einladen, nochmal das eTeaching.org-Themen-Special anzusehen. Wir haben seit dem letzten Mal neue Beiträge veröffentlicht. Unter anderem dazu, was sind didaktisch gute Videos und Unterstützung von Lehrvideoproduktion an Unterstützung von Lehrvideoproduktion an Hochschulen. Und ich möchte nochmal einladen dazu, sich zu beteiligen an unserer Meinungsumfrage Pro- und Kontra-Vorlesungsaufzeichnungen. Ja, und ganz am Abschluss nochmal wirklich ganz herzlichen Dank an die beiden Referenten für ihre unterschiedlichen Beiträge. Hat großen Spaß gemacht. Danke auch. Ja, ebenfalls. Vielen Dank, Anne. Tschüss und danke. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.